Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit Media Man gleich. Ja, wir schauen mal direkt in den Item Shop rein. Wir haben neue Items hier. Als allererstes Axiom. Teil des dritten Auges jetzt. Der Sieg ist sicher. Third Eye. Jo. Na, sieht so ein bisschen nach so einem Marvel-Verschnitt aus, muss ich sagen. Irgendwie. Könnte man gerade der Meinung sein, ist irgendwie von, keine Ahnung, von Marvel irgendwas. Bild. Das sieht die Antenne da oben und das Kabel, dass das da so mitwackelt, finde ich, sieht sogar ganz cool aus, das Backpack. Kommissar heißt das Ding. Ja, ist jetzt nicht mega geil, ist aber auch nicht total scheiße irgendwie. Schon irgendwo, ja. Also kriegt ihr auf jeden Fall von mir. Heißt mal so, ich gebe dem Ding 6 von 10. So, Noten sind denn schon Noten dafür da? Lass mal schauen. Axiom, ach du Schande. Also bis jetzt eine Note da. Muss mal gucken hier, so richtig eingestellt ist. Natürlich wieder nicht. So, das ist falsch. So, das ist aber jetzt richtig. So, Note hier 2 von 5 bei einem Vote. 2 Reminders. Oh. Dann haben wir den Psion. Mit Willensstärke gelingt alles. Ja, ich sehe das jetzt ähnlich, ja. Auch wieder 6 von 10. Sieht denn das Backpack eigentlich aus? Lass uns das mal anschauen. Wie heißt denn das? Selektor. Zielwahl bestätigt. Also das Backpack gefällt mir jetzt nicht so gut wie das eben gerade, wie das andere, muss ich ehrlich sagen. Das andere fand ich besser. Ja, trotzdem 6 von 10, kommt fertig. Haben wir denn da schon Noten für den Psion? Oh je, genau das gleiche. Aber auch 2 von 5. Haben wir da wenigstens mehr Reminders oder so? 8 Reminders, okay. Alles klar. Und dann sind wir hier auch schon so weit durch. Dann sind wir hier bei dieser psionischen Schneide. Psy, ah, so läuft das. Okay, das ist also so ein bisschen hier Psyops oder so. Konzentriere dich auf den perfekten Schlag, Teil des dritten Auges jetzt. Also hier. Das Ding sieht ja nicht so schlecht aus, ist er jetzt auch nicht der Oberbringer, aber kriegt von mir auch wiederum 6 von 10. Hat bis jetzt noch gar keine Benotung. Aber 4 Reminders momentan. Sorge für ordentlich Wirbel. Teil des dritten Auges jetzt. Also von so sieht das Ding gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ja, kann man eigentlich nicht meckern. Ich gucke immer von hinten jetzt inzwischen, weil das ist das, was du von was du dann siehst, wenn du damit und das sieht. Also von vorne, sind wir mal ehrlich, sieht das Ding deutlich viel besser aus als von hinten. Ja, von hinten. Der wackelt ganz schön hier. Guck mal hier. Die Tragfläche, also mit so einem Teil möchte ich nicht fliegen, wenn das so wackelt.
Kriegst ja Panik hier. Guck mal, da wackelt alles. Kollege. So fast, dass er abstürzt mit dem Teil. Ja, also von vorne. So, hier sieht er ganz, ganz nice aus. Irgendwo. Von hinten sieht er scheiße aus. Soll ich sagen? Ich gebe dem jetzt mal 7 von 10, weil ich finde es immerhin besser als den Rest von dem ganzen Teil. Da habe ich jetzt auch noch keine Bewertung. Drei Reminders aktuell für 800 V-Bucks, dieser Gleiter. Gucken wir nochmal, wie der jetzt aussieht, wenn er aufgeht. Ja. Ja. Geh mal in die täglichen, in die Daily Items rein. Und da war ich jetzt auch, ehrlich gesagt, das ist auch wieder so ein Teil. Das fand ich damals, als das rauskam, auf einem Thumbnail ziemlich cool. Habe ich gedacht, wow, was kommt da? Und dann war es eben das hier. Ja, kriegt von mir. Ich habe echt, also wenn er so ausgesehen hätte, wie ich es mir gedacht habe, dann hätte er 10 von 10 bekommen. So kriegt dieser Kampfhubschrauber mit Doppelrotor Teil des Tech-Kommandos jetzt 6 oder 7 von 10. Schauen wir mal, was hat er hier für Noten? Oh, die sind ja ganz ordentlich, muss man schon sagen. Da sind wir bei 4,05 von 5 bei 20 Votes. Jo. Die Volleymeisterin. Halt wieder mal so ein klassischer Schwitzer-Skin. Hinten, das finde ich cool mit dem Tennisschläger und dem Ball, der da drin ist. Das finde ich schon relativ nice, aber ja, da oben kannst du eigentlich auch sagen, ihr drittes Auge. Was auch hier Volleymeisterin drittes Auge sit. Hat einen Herzanhänger. Boah, sieht eigentlich ja ganz schnuckelig aus. Kriegt von mir, ist halt relativ, ja. 6 von 10, 6 von 10, Schnucki. Schnucki kriegt 6 von 10. Die Volleymeisterin, da haben wir momentan hier 3,87 von 5 bei 23 Votes. So, Schnucki. Dann haben wir den Tropenschnitt. Also heute ist der Shop irgendwie. Also, okay, der Tropenschnitt, da haben wir, ist ganz okay. Kriegt von mir 6 von 10. Tropical, heißt doch bestimmt sicher irgendwas mit Tropical. Nee, Fresh Cut heißt das Ding. Okay. Hier haben wir 3,67 von 5 bei 3 Votes nur. Wann war das Ding? Seit wann ist denn das? Gibt es das? 13. März 2019. Ja, war ja erst vor kurzem zweimal jetzt 8 Reminders. Da sieht man, dass das Ding nicht wirklich gut angekommen ist, ne? Also. Jo, da haben wir hier diesen. Oh, Alter, Leute. Das Ding sieht doch echt Dynamo. Ey, das ist doch Empfängnisverhütung pur, oder? Ey, wenn eine so mit so einer Maske vor dir sitzt, ja, sorry, aber Alter, da rührt sich nichts mehr, oder? Das ist, sieht das scheiße aus. Also, ey, das sieht wirklich richtig kacke aus. Tut mir leid, also. Nee, Leute. Nee, der kann ich echt null. Ich kann der. Das ist null, null von 10. Sorry, ich kann der nicht mehr geben. Das ist Horror. Ey, Horror, wirklich. An alle Mädels da draußen, ehrlich, wenn ihr irgendeinen Typen habt, den ihr unbedingt loswerden wollt, ja, dann kleidet euch so. Ich schwöre euch, ihr kriegt die nächsten 10 Jahre keinen Typen mehr ab, ja. Das ist Horror. Alter, Vater, Mann, ey, schon unfassbar. Meine Fresse. So, dann haben wir diesen Wackelquatsch wieder. Ja, das ist jetzt halt auch wieder so ein Ding hier, ne? Dieser Wackelquatsch. Das war halt auch so ein Teil, ey. Das geht ja dann nicht mehr aus der Birne raus, ne?
Wenn das einmal sich reingefressen hat in die Hirnwindungen, dann hängt das da in den Synapsen fest. Alter, das ist unglaublich. Wackelquatsch kriegt von mir, was waren das? 8, ich glaube 8 von 10 oder was ich dem damals gegeben habe. Ich glaube, dem habe ich dem nicht sogar mehr gegeben. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab welche, wo es gut aussah. Ich glaube, ich habe da mit Herrn Sofort sogar das Video damals aufgenommen und irgendwie haben wir uns gegenseitig gebettelt, was man dem geben darf. Keine Ahnung. Ich glaube, mir waren, ah, das passt ja dann perfekt. Keine Ahnung zu dem nächsten Emote. Wackelquatsch. Ich gebe dem jetzt. Ach, der ist scheiße. Sorry, aber der ist wirklich. Alter, es ist. Ah, ich geb dem 6 von 10, fertig. Wackelquatsch, 6 von 10. Was haben wir da? 3 von 5. Bei 5 Votes nur ist auch nicht so gut angekommen. Dann haben wir hier einen, der ist. Mega witzig eigentlich. Keine Ahnung. Der kriegt von mir 8 von 10. Das glaube ich hier ist absolute Highlight heute hier für 200 V-Bucks. Ja, durchwachsener Shop. Sorry, tut mir leid. Mehr kann ich euch heute nicht anbieten. Es liegt nicht in meiner Hand, was hier im Shop kommt. Und das ist heute. Gewaltiger Durchschnitt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal trotzdem einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal daheim, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.